geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es nochmal das Elfmeterschießen. Ihr habt es gestern schon gesehen, ich gegen meinen Bruder. Aber das war noch auf der Xbox 360. Heute also auf der Next-Gen-Konsole. Und ihr seht es schon. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Elfmeterschießen. Wieder Real Madrid gegen Bayern. Ich bin Real, er ist Bayern. Das ewige Duell. Und ich hoffe mal, gestern hat er gewonnen. Ich hoffe mal, heute werde ich gewinnen. Ich würde sagen, wir starten direkt. Let's go. Okay, wir haben uns eine kleine Challenge ausgedacht. Ihr seht es. Der jeweils fünfte Schütze ist der Torhüter. Er hat Manuel Neuer mit 47 Schießen oder 47 Elfmeter. Ich habe Navas mit 25 Elfmeter. Das heißt, da hätte er einen klaren Vorteil. Neuer ist ein Biest, ihr wisst es. Im Halten, aber auch selber im Schießen. Ich würde sagen, wir schauen mal. Und starten direkt ins Elfmeterschießen. Let's go. Wir werden die Zielhilfe ausstellen. Okay, los geht es. Come on, Cristiano. Mach ihn. Cristiano! Ah, nein, Mann. Du hast aber auch schon... Das gibt es nicht. Du hast auch schon gestern eigentlich. Mach die Zielschieße, die Zielhilfe aus. Okay, ohne Zielhilfe ist das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger, aber sonst würde das Ganze zu leicht sein. Okay, nächster, erster Schuss von dir, Lewandowski. Komm mal, Navas. Ja, ja! Oh, Mann, was willst du? Da warst du gestern auch schon mal besser. Okay, Benzema, jetzt muss ich treffen. Come on, Karim. Benzema, was machst du? Was machst du? Junge! Was machst du? Du warst das, drück drauf. Doch, jetzt weiß ich nicht mal, ob der Elfer drin war. Okay, drück auf A. Komm, jawohl, Mann, er ist drin. Er drückt einfach mittendrin Start, Mann. Als wenn dir das was hilft. Oh mein Gott, Alter, was ist das für ein Anlauf? Komm mal, halt ihn. Nein. Oh, ja, nein. Ja, nein. Ja, der war so powerful. Was war das denn? Der war so powerful. Ich hab den doch gehalten. Der war so powerful. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen, ey? Alter, das war der Joke. Das war der Joke des Tages. Okay, James Rodriguez, ganz locker in die Ecke. Was macht er da? Was macht der? Oh mein Gott, ich hatte richtig Glück. Okay, Franck Ribéry gegen Jesus Navas. Jesus Navas, Digga. Was für Jesus? Kylor Navas oder wie der Typ auch immer heißt. Bang! Oh mein Gott, Alter. Der war krass, der Elfmeter. Da kann man nichts zu sagen. Okay, Luka Modric. Come on, Luka Modric. Wir machen ganz sicheren Elfmeter. What the fuck war das denn? Alaba. Nein! Oh. Hä? Alter, was ich hab nur einmal X angetippt. Was war das hast denn? Hast du die Leistung gesehen? Die ist einfach direkt so voll durchgegangen. Er zieht voll durch. Ja. Okay, der entscheidende Elfmeter. Vielleicht der entscheidende Elfmeter. Steht 2:2. Beide haben 2 Elfer verschossen. Jetzt ist Navas dran. Come on, mach ihn bitte. Was macht Neuer eigentlich immer da? Wie knapp war das denn? Navas hat getroffen. Jetzt muss Neuer. Okay, der entscheidende Elfmeter. Wenn du den nicht triffst, hast du verloren. Oh. Alter, was war das? Beide Torhüter haben getroffen. Oh. Das gibt es nicht. Gareth Bale, okay, mit dem nächsten Elfer. Alter, wie lange läuft der an? Nein! Aber es hat geklappt. Boom, Mann, der nächste Elfmeter. Junge, was ist das für ein spannendes Elfmeterschießen hier? Was gegen Thiago? Ja, Mann. Alter, das gibt es nicht. Die verwerben. Gerade richtig sicher alle Elfmeter. Toni Kroos. Ey, Toni Kroos. Come on! Oh, nein! Was war das für ein Lupfer? Das kann nicht wahr sein! Alter! Vor allem, was hat Neuer gerade gemacht? Ich hab eigentlich... Alter! Hä? Was war das für ein leichter Look? Okay, wenn Costa jetzt trifft, hast du gewonnen. Oh, jawohl! Nein! Okay. Es geht weiter, Alter! Was ist das für ein spannendes... Oh mein Gott, Sergio Ramos, Alter! Der ballert den übers Stadion. Okay, Sergio Ramos! Ja! Geil! Das gibt es nicht! Alter, was ist gerade los? Okay, Navas, come on, gegen Hummels. Du musst, wenn du triffst, hast du gewonnen. Wenn du triffst, hast du gewonnen! Du machst schon wieder einen Lupfer in die Mitte. Was machst du? Ich zeig dir jetzt mal, wie ein perfekter Lupfer aussieht. Und zwar so, Mann. Marcelo. Ganz leicht hier vorbei an Manuel Neuer. Was gegen Müller? Wenn ich jetzt halte, habe ich gewonnen. Ich muss ihn nur noch halten. Wie lange lässt du dir Zeit? Thomas Müller. Ups, nein! Bam! Oh, der war gut geschossen. Das gibt es nicht. Mann, was ist das für ein Elferschießen? Okay, Carvajal. Come on, mal ein bisschen stärker diesmal. Boom, Mann. Auch wieder sicher drin. Ja, ey, das kann nicht sein, das ist ja 50. Ich den Alter habe ich gewonnen gegen Philipp Lahm. Bam. Oh mein Gott, hier hat der den perfekt reingeschossen. Den hätte ich auch nicht gehalten, wäre ich in der Ecke gewesen, glaube ich. Ich glaube, ich bin gleich echt einmal durch. Pepe! Oh! Alter! Was war das für ein Elfmeter? Genau in den Winkel. Boateng, come on. Gegen Nap. Oh! Wie kann man den so leicht in die Mitte schießen? Ich wollte Wir sind einmal durch. Cristiano, come on, Cristiano. Ronaldo, come on, bitte. Bitte vergeb ihn nicht! Oh, was ein Lupfer von Cristiano! Okay, wenn du jetzt nicht triffst, dann hast du verloren. Lewandowski. Okay, Lewandowski, come on. Robert Lewandowski, wenn du den nicht triffst, hast du verloren. Come on, Navas. Und Nein! Das war's! Wir haben gewonnen, eine Runde durch gewesen. Aber wie hast du den Elfer geschossen? Mit Abstoppen. Der war perfekt. What? Stoppt man mit LT ab? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Was war das für ein spannendes Elferschießen? Das ging jetzt 5 Minuten oder so. Alter,
Wir haben alles getroffen, wir waren einfach einmal durch, aber perfekte Parade von Navas am Ende. Okay Leute, das war's von diesem Elferschießen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat richtig Bock gemacht. Lasst einfach ein Like da, wenn ihr das öfter sehen wollt. Ich gegen meinen Bruder Elfmeterschießen. Wenn ihr jetzt noch eine Folge sehen wollt, bei ihm auf dem Kanal gibt es jetzt auch eine Folge. Da machen wir auch nochmal ein Elferschießen. Mal schauen, ob das genauso spannend wird. Ich bin gespannt. Und ja, abonniert seinen Kanal. Link ist in der Beschreibung. Checkt das Video bei ihm auf jeden Fall aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder am Start. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich richtig freuen. Und ja, da würde ich sagen, macht's gut. Falls ihr günstige Coins braucht für FIFA 16, für FIFA 17, checkt meine Sponsoren aus. Links in der Beschreibung. Und falls ihr dieses Shirt wollt, Link ist auch in der Beschreibung zu meinem Shop. Da gibt's das. Falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne abchecken. Macht's gut. Bis morgen. Haut rein und...